Nachhaltigkeit durch Einfachheit. So lässt sich das Konzept des US-Startups Framework zusammenfassen. Im Inneren verzichtet der Hersteller auf Kleber und Verlötungen und will so den nachträglichen Austausch der Hardware erleichtern. An den Seiten des Laptops befinden sich zudem vier USB-C-Anschlüsse und Aussparungen, in die entsprechende Adapter gesteckt werden. Dadurch können User die Anschlüsse ihres Framework-Laptops individualisieren oder den Speicher erweitern. Was das Framework-Laptop in der DIY-Edition kann, zeigt der Test von Computerbild. Beim Konfigurator des Herstellers bestimmt man die Ausstattung des Notebooks. Das Computerbild-Testgerät verfügt über ein Intel Core i5 der 11. Generation, 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher. Dazu gibt es 6 Adaptermodule, darunter eine 1 TB Speichererweiterung, ein MicroSD-Kartenleser sowie ein USB-C, USB-A, HDMI und DisplayPort-Anschlussmodul. Mit dieser Konfiguration kommt man auf 1.494 Euro. Nach dem Auspacken geht es aber erstmal ans Schrauben. In der Verpackung ist nämlich ein fast nacktes Notebook mit einem braunen Tütchen, das Steckmodule, SSD-Speicher und Arbeitsspeicher enthält. Framework liefert sogar den Schraubenzieher mit. Damit werden 5 Schrauben an der Unterseite gelöst. Die Schrauben können nicht aus dem Gehäuse fallen. Das ist praktisch. An welche Stellen die Hardware gehört, zeigen große Beschriftungen an. QR-Codes führen Nutzerinnen und Nutzer zum passenden Erklärvideo für den Einbau. Äußerlich macht das Framework-Laptop einiges her. Klappriges Plastik sucht man hier vergebens. Ein hochwertig verarbeiteter und matter Aluminiumrahmen umhüllt das Gerät. Auch bei den eingesteckten Modulen wackelt nichts, alles sitzt bombenfest. Die Tastatur besitzt einen angenehmen Druckpunkt ohne lautes Klackern. Das gefällt. Das 13,5 Zoll große Display zeigt Inhalte mit einer Auflösung von 2256 x 1504 Pixeln. Das ergibt 201 ppi und ist somit sehr scharf. Die Leuchtkraft von 469 Candela pro Quadratmeter lässt sich ebenso sehen wie die natürliche Farbwiedergabe des Displays. Leider spiegelt der Bildschirm recht stark und auch der Kontrast fällt schwach aus. Für den Außeneinsatz ist das Framework also nur bedingt geeignet. Bewegen Sie sich mit dem Framework nicht zu weit von einer Steckdose weg, denn die Akkulaufzeit ist mit 4 Stunden und 54 Minuten recht kurz. Beim Umgang mit Photoshop und anderen Bild- und Videobearbeitungsprogrammen machte das Gerät eine gute Figur. Ebenso bei Office- und Web-Anwendungen. Für Videospiele fehlt es dem Gerät an einer separaten Grafikkarte. Der im Prozessor integrierte Grafikchip bringt Full-HD-Spiele nur mit 17 Bildern pro Sekunde aufs Display. Das Framework-Laptop in der DIY-Edition besticht durch ein cleveres und kundenfreundliches Konzept. Gerade wer nicht viel Erfahrung mit dem Austausch von Hardware-Komponenten hat und sein Notebook im Laufe der Zeit aufrüsten möchte, ist hier gut aufgehoben. Gleichzeitig verlangt Framework für seine Geräte einen relativ hohen Preis, dem die von Computerbild getestete Konfiguration trotz insgesamt guter Ergebnisse nicht ganz gerecht wurde. Dennoch, wer bereit ist, für nachhaltige Technik etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, erhält mit dem Framework-Laptop ein hochwertig verarbeitetes Arbeitsgerät mit solider Leistung.